Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute seht ihr mich mal wieder von dieser Perspektive, denn es gibt nämlich was zu feiern. Ich habe mir schon mal was hingestellt, denn wir stoßen nämlich nachher an. Ja, und zwar, die meisten von euch wissen das ja schon aufgrund meiner ganzen Videos bei YouTube. Ich bin Stampin'Up-Demonstratorin und bin von Deutschland nach Österreich ausgewandert. Das heißt, alle meine Teammitglieder haben keine Nachteile, nur weil ich jetzt in Österreich sitze. Ihr könnt trotzdem alle Vorteile nutzen, die ihr bis jetzt auch nutzen konntet. Und was mich natürlich riesig freut, wir können noch größer werden, denn alle Mädels und Jungs in Österreich können jetzt auch in mein Team kommen. Richtig, wir werden ein ganz großes Team werden. Und unterhalb des Videos werde ich euch nochmal den Link reinstellen, wie ihr in mein Team kommt. Das ist nämlich schon mal der Grund 1, den wir haben zum Feiern. Der zweite Grund ist, wenn ihr noch gar nicht in meinem Team seid oder noch nicht bei Stampin' Up beziehungsweise noch nicht in den Versuch gekommen seid und fangt gerade mit dem Basteln an, gibt es gerade von Stampin' Up ein richtig gutes Angebot. Das ist wirklich unschlagbar. Es gibt nämlich zwei Varianten, die ihr wählen könnt. Das eine wäre meine Lieblingsvariante. Ich zeige euch das gleich nochmal näher im Bild. Stampin' Up ist nämlich 35 Jahre geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und das heißt, weil Stampin' Up Geburtstag hat, kriegen wir dadurch Vorteile. Und genau das ist dieses Angebot. 35% weniger für das Starter-Set bezahlen oder 35% mehr Produkte für das Starter-Set. Das ist natürlich eher so meine Variante, die zweite. Das heißt, zu den 35-jährigen Jubiläum von Stampin' Up kannst du vom 3. bis zum 31. Oktober den Einstieg als Demonstratorin zwischen zwei unterschiedlichen Varianten wählen. Also du zahlst bei Option 1 35% weniger für dein Starter-Set, Produkte im Wert von 175 Euro, oder Option 2, du erhältst 35% mehr Produkte in deinem Starter-Set. Das heißt, du bezahlst nur 129 Euro und bekommst aber Ware im Wert für 236,25 €. Und das ist wirklich viel, was ihr da zur Auswahl habt. Und das Tolle an der ganzen Sache ist, dass ja nicht nur das Angebot der Hammer ist, dann ist auch noch der Gratisversand damit bei, was auch schon mal richtig, richtig gut ist. Die ganzen Geschäftsmaterialien kommen auch noch mal dazu. Und was auch noch richtig toll ist, ihr bekommt eine kostenfreie virtuelle On-Stage-Event im November Ticketkarte im Wert von 82 Euro mit dazu. Finde ich, ist ein richtig klasse Angebot. Könnt ihr euch das gerne überlegen? Wie gesagt, ich werde euch das einfach nochmal unterhalb des Videos verlinken. Und da könnt ihr euch das nochmal in Ruhe angucken. Ich würde mich riesig freuen, wenn du in mein Team kommst und wir zusammen basteln können. Ich zeige dir jetzt nochmal so ein bisschen was aus dem Mini-Katalog. So, es gibt ja auch noch den Mini-Katalog. Der ist jetzt schon aktuell. Wir haben ja jetzt schon Oktober. Und hier könnt ihr auch noch mal euch das in Ruhe durchblättern. Ich werde ihn euch ja online unten reinstellen. Und hier gibt es halt auch richtig tolle Sachen zum Basteln. Hier sind zum Beispiel ganz viele Weihnachtssachen drin. Weihnachten steht ja jetzt nun vor der Tür und wir wollen ja auch gemeinsam basteln. Ich werde das jetzt nur eben einmal mit euch durchblättern, dass ihr mal so einen kleinen Eindruck habt, was es eigentlich alles Schönes gibt. Und vor allen Dingen, was man auch draus machen kann. In dem Katalog findet ihr halt immer ein paar Beispiele. Auch richtig süß. Hier sind zum Beispiel Verpackungen gebastelt. Und das ist ja auch Weihnachten. Hier zum Beispiel Goodie-Tüten, kleine Mitbringsel oder zum Beispiel für Nikolaus und, und. Da findet ihr immer irgendwas drin, was man basteln kann. Und ja, also ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn ihr in mein Team kommt und ich werde mit euch dann gemeinsam basteln. Wir haben ja diverse Möglichkeiten hier, was wir machen können.
Ihr habt ja nicht nur den Mini-Katalog, der von September bis Dezember geht, diesen Jahres, sondern ihr könnt natürlich auch aus dem Jahreskatalog Sachen bestellen. Den werde ich jetzt aber nicht mit euch durchgehen. Den werde ich euch auch noch mal unten verlinken, wo ihr dann auch Grundsachen bestellen könnt, wie zum Beispiel Farbkarton. Jetzt in der Weihnachtszeit kommt natürlich viel. Also mein Favorit für Weihnachten ist Tannengrün und Glutrot. Passt immer zu Weihnachten. Jetzt noch diesen Monat Halloween. Auch richtig gut. Vor allen Dingen, dass die auch leuchten. Und das Material ist auch wirklich klasse. Ich kann mich meistens immer gar nicht entscheiden, was ich alles basteln kann. Und ja, es gibt halt wirklich, wirklich viele, viele, viele tolle Sachen. Frohes neues Jahr sind auch immer richtig tolle Sachen dabei. Vor allen Dingen, wenn man eine Silvesterparty macht oder irgendwo hingeht, dass man einfach ein bisschen was mitnimmt und einfach auf den Tisch verteilt. So ein paar Goodies. Da kann man wirklich ein bisschen, ja, seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und hier ist ja auch zum Beispiel so ein Spruchset mit Frohe Ostern. Also für jeden Anlass eigentlich was dabei. Und damit ist man auch schon gut ausgestattet. Ja, das ist jetzt so eine kleine Katalogtour. Wie ihr seht, das geht auch ganz schnell bei mir. Und deswegen ladet euch das hier unten einfach runter. Dann könnt ihr nämlich ganz entspannt auf der Couch einfach mal gucken, was es da Schönes gibt. Genau, was es hier jetzt zum Beispiel gibt, ist so eine Handstanze. Damit kann man richtig tolle Sachen machen. Zum Beispiel kleine Geschenktütchen oben, dieses Sternchen. Diese Sternstanze benutzen und dann hat man oben einen richtig schönen Abschluss. Ich glaube, da steht auch noch mal hier die Seite, Seite 39. Ich glaube, da ist es sogar abgebildet. Werde ich euch noch mal kurz zeigen. Jetzt, wo ich das schon mal angerissen habe, müsst ihr es natürlich auch sehen. Hier zum Beispiel, da seht ihr diese Sternstanze und hier könnt ihr zum Beispiel so eine Banderole um irgendwas Süßes machen und schon ist es echt ein Highlight. Also mit kleinen Dingen kann man wirklich viel, viel machen. Ja, und hier wie gesagt Silvester, also da habt ihr wirklich viel Auswahl. Und hier hinten ist es nochmal alles zusammengefasst mit dem Papier. Jetzt habe ich eine Seite übersprungen. Hier unten sind jetzt die Prägeformen, was man machen kann. Einfach nur den Hintergrund gestalten. Die hier mit den Sternen finde ich auch richtig hübsch. Da kann man dann auch zum Beispiel mit Farbe ein bisschen rüber und schon hat man eine richtig toll gestaltete Karte. Aber das werden wir alles zusammen basteln. Ihr könnt natürlich auch eine Party machen und, und. Ja, wie gesagt, ich werde euch den auch noch mal unten verlinken. Also meine Lieben, ich hoffe, dass ich euch dieses Angebot näher bringen konnte, weil das ist echt ein Top-Ding, dass ihr vielleicht noch mal Lust habt, ein bisschen in den Mini-Katalog zu stöbern. Sucht euch da ein paar schöne Sachen raus. Die Links, wie ihr in mein Team kommt, was mich übrigens mega freuen würde, findet ihr unterhalb des Videos. Ich freue mich riesig auf dich und auf jeden, der zu mir kommt ins Team, dass wir zusammen basteln können. Und ob es virtuell ist oder wirklich in live mal, ich würde mich riesig freuen, wenn du in mein Team einsteigst. Ja, wie gesagt, alle Links findet ihr unterhalb. Und was ich jetzt fast vergessen hätte, müssen ja noch anstoßen. Also Prost, meine Lieben, und ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder. Also macht's gut und bis bald.